Hey Leute, willkommen zu meinem... Ist es jetzt das 50. YouTube-Video? Als ob wir schon bei 50 sind. Ich muss nachgucken, wartet. Es ist tatsächlich das 50. YouTube-Video. Ich bin schockiert. Vielen lieben Dank, dass ihr alle so viele Videos von mir angeschaut habt. Das ist ja verrückt. Das ist wirklich verrückt. Heute, ich wusste nicht, dass es jetzt schon unser 50. ist. Deswegen habe ich nur sowas jetzt hier. Obwohl ich mich auch sehr auf dieses Video gefreut habe. Und zwar ist das eine Uni Posca Gift Box. Very nice. Mit 24 Stiften. Ich habe dieses Riesending bei... Wo habe ich es her? Bei Amazon habe ich das Ding gesehen. Es hatte keine Bewertungen quasi. Nicht eine einzige Kundenrezension. Und ich so... Holst du dir das Ding? Und ich so... Holst du dir das Ding? Und ich so... Holst du dir das Ding jetzt, ohne zu wissen, ob es gut ist und welche Farben überhaupt hier drin sind und welche Stärke die Stifte überhaupt haben? Und dann dachte ich mir, ja, okay, komm, ich mach's. So sieht das Ding wohl aus. Das sieht aus wie ein riesen Posca-Marker, aber das ist so ein Deckel und die kann man dann einzeln da rausnehmen. Drehen wir das Ding. Das ist ein Posca-Marker. Wahrscheinlich nicht in der Originalgröße. Ich hoffe nicht in der Originalgröße. Nein, nein, nein. Ist nicht, ne? Ist nicht. So, und dann haben wir hier... Ist das Spanisch? Warum steht das denn da auf Spanisch drauf? Haben die Zitronen bemalt? Was? Ich kann kein Spanisch. Ich kann echt 0,0% Spanisch. Was steht denn hier noch so drauf? 55 mal 40, quanto? Wir haben Rot. Aha. Es gibt noch Blau, Grün, Pink, Gelb und Weiß. Eigentlich wollte ich zuerst Weiß. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt Rot genommen habe am Ende. Habe ich Weiß? Nein. Ich habe Rot bestellt. Das stimmt schon. Wir schneiden uns jetzt mal den Spaß hier auf. Hier auch. Oh, immer in die andere Richtung eigentlich. Aber ich kann das nicht, weil ich zu blöd dafür bin. So, vorsichtig. Oh, okay. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe Angst, dass es rausfällt. Ich habe so Angst, dass es rausfällt. Ich habe Angst. Okay. Es sieht aus wie eine riesen Batterie. Hol ich das jetzt einfach... Hab das jetzt rausgeholt. So, weg mit dem... Hä, ich dachte, da ist so ein Heft drin. So, ich versuche mal jetzt hier erstmal das Klebeband abzu... Komm schon, mach's nicht kaputt. Oh, nein. Ist da schon ein riesen Kratzer. Wir strugglen ja jetzt schon. Okay. Ja. Das kriegen wir doch jetzt bestimmt auf, ohne dass wir... Ja, es sieht wirklich aus wie ein riesiger, fetter, runder Posca-Marker. Oh, da ist das Heft drin. Oh, cool. Hey. Manuale per piccoli bricolati. Wenn irgendeiner von euch Spanisch kann und das übersetzen kann, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich verstehe nichts, warum das Heft jetzt Spanisch ist. Ist da noch... Ist das überhaupt Spanisch? Ich denke schon. Ist da noch eine andere Sprache drin? Das hilft mir nicht. Oh, hier sind wohl so Tutorials drin. Oh, ich hätte die alle gern. Oh, sind die nicht süß? Oh, der kleine Pinguin. Oh, das wusste ich gar nicht. Man kann auch T-Shirts mit dem bemalen. Hochinteressant. Okay. Und geh weg damit. Für alle, die die Posca-Marker nicht kennen, diese Dinger sehen so aus. Okay, ja, die sehen so aus. Das ist jetzt ein weißer. In diesen Stiften ist Acrylfarbe drin, mit dem man quasi auf allen Unterflächen... Nein. Unterflächen. Auf allen Oberflächen malen kann. Also auf Stein, auf T-Shirts, wie wir gerade gesehen haben, auf Spiegel, auf Pappe, auf... Kürbissen. Ich weiß nicht, ob man Kürbisse bemalen sollte, aber auf jeden Fall kann man es mit diesen Dingern. Also so ziemlich alles. Sie riechen auf jeden Fall noch nach gar nichts. Bisschen viel Folie. Diese Stifte haben alle verschiedene Minen. Also das Ding ist von... Wie soll ich das... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das Ding hier oben ist von Stift zu Stift unterschiedlich. Zwar habe ich jetzt wahrscheinlich hier immer dieselben. Ja, das sind alles hier PC 5 mm. Das heißt, diese Mine schreibt in 5 mm Dicke. Es gibt noch feinere. Es gibt natürlich auch noch dickere. Das ist so ziemlich das Standard, diese Dinger. Ich glaube, ich würde mir noch mal welche holen mit einer feineren Mine. Gerade in Weiß, wenn man so kleine Details mit denen machen will. Dann ist eine feinere Mine schon etwas angenehmer. Diese Box hat gekostet... Mit 24 Stück. Um die 50 Euro, glaube ich. 52 oder 55 Euro haben die gekostet. Und das ist relativ günstig für 24 Posca-Marker. Ich bin gespannt, wie die drauf sind. Und ist das nicht toll? Oh, das sieht aus wie fetter Posca-Marker. Dick und rund. Und das ist natürlich ein nices Geräusch beim Aufmachen. Was bemalen wir denn mit dem Ding? Ich würde sagen, ich suche jetzt einfach in meiner Wohnung nach irgendwelchen Sachen, die wir bemalen. Bis gleich. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen aus meiner Wohnung rausgesucht. Wir haben hier einmal ein ganz normales Blatt Papier. Ein Teelichthalter? Teelichthalter? So eine Schmuckhand. Ihr habt reingeguckt.
So ein Stück Pappe von Amazon, laktosefreie Milch und 10 frische Bio-Eier. So, ich muss jetzt aber erstmal die Stifte von der Folie befreien. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle Farben brauche oder ob ich nur ein paar benutze. Das nehmen wir jetzt auch einfach so ein Pink. Pink. Habe ich zweimal schwarz? Ach nee, das ist Lee. Ah, ja, das verstehe ich jetzt aber nicht. Warum ist denn bei manchen der Deckel in der Farbe und bei manchen nur dieses Clip-Dings da, Bums da? Verstehe ich nicht, aber man muss ja auch nicht immer alles verstehen. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Die paar probieren... Oder wir nehmen noch ein Grün. Wir nehmen noch ein Grün. Die paar probieren wir jetzt mal aus. Ob die überhaupt schreiben, ne? Weil wissen wir ja nicht. So. Zuerst schüttelt man den Stift. Dann pumpt man den Stift so. Und dann kann man schreiben. Und dann packt man den Deckel wieder drauf. Ganz wichtig. So. Ich habe das Gefühl, da ist überhaupt keine Tinte drin. Weil das Ding, oder Acryl eher, weil das Ding so da drin rumwackeln kann. Das ist... Ich habe Angst. Warum passiert nichts? Warum passiert nichts? Ja! Da, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ah! Da, wir haben einen Punkt. Er geht. Oh, er geht. Er funktioniert und er schreibt. Und er schreibt so toll. Ich dachte, für einen kurzen Augenblick, dachte ich, dass ich leere Stifte gekauft habe, die man irgendwie auffüllen kann. Und ich war kurz davor, Panik zu bekommen. Ich so, nein, 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 nein. Aber es geht. Und das, also das Schwarz ist bis jetzt schon ziemlich, ziemlich, ziemlich super. Bis jetzt bin ich sehr, sehr begeistert. Oh. Ich weiß, warum. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Ich weiß, warum der nicht so aussieht wie der, warum der nur hier bunt ist und nicht hier. Weil das sind Metallic-Stifte. Alle, die andersherum sind, von der Deckelfarbe her, sind Metallic. Habe ich recht oder habe ich recht? Das hier sind nämlich alles Metallic-Stifte. Mal gucken, wie die aussehen. Jetzt müssen wir wieder so pumpen. Oh nein, das war ein bisschen zu aggressiv. Kommt das Stückchen hier raus. Weiter geht's. Komm schon. Die Acrylfarbe, Leute, muss jetzt in die Mine da reinlaufen. Das dauert wohl ein bisschen. Holt euch was zu essen, was zu trinken. Oh, jetzt ist es, glaube ich. Geht nochmal ins Kino, trefft euch mit euren Freunden, macht euch was zu essen. Ich hab keine Ahnung, warum ich das jetzt so witzig finde. Nein, Spaß, jetzt geht's ja. Aber das ist tatsächlich ein schönes Metallic. Wollen wir Gold ausprobieren? Wollen wir Gold ausprobieren? Wir probieren jetzt mal hier. Gold. Das ist doch Gold, oder? Ja, guck mal, sogar das Uni hier wurde in Gold geschrieben. Seht ihr das? Seht ihr das? Hier ist auch bei jedem Stift der Deckel auf dem Dings eine andere, hat eine andere Farbe. Seht ihr das? Hier ist ja Gold, da ist ja dieses Lila. Hier ist ja wohl Pink. Das finde ich nett. So. Es geht weiter, Leute. Aha, ich bin schon total weg gewesen. Ich war woanders. Ich war irgendwie beim Essen planen für morgen. Und jetzt geht's. Ja, das ist auch ein schönes Gold. Ein bisschen zu grünstichig vielleicht, aber es ist okay. Es ist schön. Es ist besser als so manch anderes Gold, das ich kenne, das so aus Stiften rauskommt. Es ist schön. Es ist gut. Es ist gut. Ja, das trocknet ja super. Okay, es geht. Es trocknet jetzt nicht ganz so schnell. Es ist okay. Was ist? Ich traue mich nicht. Ja, okay, es braucht schon ein bisschen zum Trocknen, aber ist halt auch Acryl. Acryl trocknet relativ schnell eigentlich für so eine Nasstechnik. Nasstechnik, für so eine flüssige Geschichte. Was nehmen wir als nächstes? Die Pappe kommt ja dem Papier als nächstes, ne? Jetzt machen wir dem Smiley hier mal ein Gesichtchen. So, so, oh, oh. So, auf Pappe funktioniert das auch bis jetzt super. Da fitzelt nichts weg. Ist ja nicht lieb, jojo. Wollen wir das jetzt mal auf Blau und Weiß und so machen? Nur um zu gucken. Wie sieht der aus, ey? So ein Idiot. Haben wir den schon benutzt? Nee, ne? Schlau ist jetzt auch weiß auf weiß, weil ich weiß jetzt ja gar nicht, wann der soweit ist. Oh. Nice. Deckend. Ich bin begeistert. Aber, wie ihr seht, verdeckt das Weiß sogar das Schwarz. Das heißt, man müsste eigentlich andersherum arbeiten. Man müsste die weißen Stellen machen und dann die ganzen Konturen nachziehen, damit man das nicht doppelt machen muss. Jetzt nehmen wir uns mal hier dieses Blau. Oh, das müssen wir jetzt auch noch... Ja, jetzt. Und jetzt machen wir das hier mal noch blau aus. Och Gottchen, ist das nicht ein süßes Blau? Hä, die sind ja voll geil. Nee, aber jetzt mal ehrlich, die sind super. Ha, vielleicht ein bisschen problematisch, wenn man dünneres Papier hat, weil hier wird schon, hier fuselt sich schon so ein bisschen der Karton auf. Aber das ist gar nicht so schlimm. Machen wir noch den hier? Muss man halt ein bisschen härterem Papier, aber Leute, stellt euch doch jetzt mal die Möglichkeiten vor, die man hat auf einer Leinwand. Ich bin nicht so gut mit Pinseln und mich hat immer gestört, dass wenn ich mit Acryl arbeiten wollte, ich auch gleichzeitig mit Pinseln arbeiten muss. Aber wenn man jetzt einfach so Stifte hat, die man viel besser kontrollieren kann als ein Pinsel, the
Possibilities. Ob man die auch mischen kann? Ist er nicht süß? Ich muss nochmal die schwarzen Linien nachziehen. Ich weiß gar nicht, ob man hier warten muss, bis es trocken ist. Ja, muss man. Ja, muss man. Also Leute, immer schön warten, bis der Spaß trocknet. Und dann erst das nächste machen. Jip, jip, jip. Ist kein Amazon, ist eine Amazona. Finde ich witzig. Piu, piu, piu. Warte, das eine Auge ist irgendwie total hängt. Okay, jetzt nehmen wir uns mal die hübsche Hand hier. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum hat Lana so eine komische Hand zu Hause? Ich demonstriere es. An dem Ding sind normalerweise meine Ringe und sowas und Armreifen und so. Aber ich benutze die Dinger eigentlich auch seit Jahren nicht mehr. Aber ich kann mich nicht von ihnen trennen, weil ich bin ein Messi. Spaß, oder? Bin ich einer? Ich bin einer. Ich bin hundertprozentig einer. Ich horde Stifte bis zum geht nicht mehr. Ticket, 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 ticket. Ich würde sagen, diese kleine Maus kriegt jetzt kleine rosa Fingernägel. Der kleine Fingernagel. Oh, ist das, oh, das ist herzallerliebst. Ja. Sie kriegt auf jeden Fall lackierte Fingernägel jetzt. Da könnt ihr sagen, oh, schwarz wäre cool gewesen, ne? Ah, kann man ja immer noch ändern, oder? Kann man doch später auch noch ändern. Oh, sie kriegt jetzt jede Woche neue Fingernägel hier. Girl. So, nicht überlackieren hier. Vorsichtig. Oh, ich hab Spaß, Leute. Ich hab echt Spaß. Oh, das ist echt eine neue Welt mit diesen Posca-Markern. Man muss jetzt Sachen vor mir retten, sonst fange ich an, sie mit diesen Posca-Markern anzumalen. Alle Spiegel in der ganzen Wohnung werden jetzt angemalt. Oh, der ist so klein. Oh mein Gott. Und der letzte Finger. Nagel. So. Was ist das? Oh mein Gott, Sünde, die Arme. Sieht aus wie so eine Barbie-Hand. Oh, ich hätte schwarz machen müssen, ne? Like it, then you should have put a ring on it. Oh Gott, vorsichtig, ey. Jetzt testen wir das mal hier auf durchsichtigem Glas aus. Was machen wir denn jetzt damit? Wir gucken mal nur, ob es überhaupt funktioniert, ob die Oberfläche hier zu glatt ist. Was wir da jetzt machen, weiß ich auch noch nicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier, ist das so ein Kupfer, oder? Bronze. Das ist jetzt so ein Bronzeton. So. Oh Gott, was ist das hässlich? Was mache ich denn da? Pickel. Aber, Leute, es funktioniert. Sieht eigentlich ganz süß aus, finde ich. Ich gucke gar nicht mehr hin. Ich mache jetzt hier einfach wild irgendwelche Punkte. Sind das überhaupt noch Punkte? Ich würde sagen, wir malen jetzt einfach nochmal den Rand hier einmal drumherum. Ah, das ging überraschend gut. Okay, als nächstes meine laktosefreie Milch. Ich habe nichts anderes gefunden. Ich bin in die Küche gegangen und dachte, ah, Milch. Light Green. Ey, die haben sogar Farbnummern und Farbbezeichnungen. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Aber das ist sogar in allen verschiedenen Sprachen. Hier steht jetzt hellgrün drauf. Das ist doch mal nett. Malen wir jetzt einfach mal die Milch grün an. Nur um zu wissen, ob es geht. Das ist erstmal nur ein Antest-Video. Demnächst male ich noch was richtig Cooles damit aus. Ich weiß auch nicht, wer grüne Milch trinkt. Ich sicherlich nicht. Und ich hoffe, keiner von euch da draußen. Nice wäre das auf jeden Fall nicht. Aber diese Stifte begeistern mich bis zum geht nicht mehr. Deswegen werde ich wohl auch was Richtiges mit denen machen. Ich weiß nur noch nicht was. Wenn ihr gute Ideen habt, oh, schreibt mir das mal in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, was ich damit bemalen soll. Dann kommst du jetzt zurück hier. Kommt zurück. Als letztes, liebe Freunde, bemalen wir jetzt ein Ei. Früher, wisst ihr, was ich früher immer gemalt habe? Egal worauf. Ich habe immer so eine U-Form, so einen U-Form-Schädel gemalt. So ähnlich wie dieses Ei gerade. Und habe dann einfach immer. Das sind die Augen. Wartet. Das ist die Nase. Und dann immer irgendwie so ein Mund. Kennt ihr das? Hat noch irgendjemand das mal gemacht? Und dann irgendwie so und so. Und hier waren die Wimpern. Und normalerweise hatten die dann auch noch immer so einen Bobschnitt irgendwie. So. Ich muss echt vorsichtig sein, darf nicht aufdrücken, sonst geht mir das Ei hier auf dem Tisch kaputt. Und das überlebe ich nicht. Disgusting. So. Kann ich das Ei jetzt noch essen? Ja, oder? So habe ich aber früher gezeichnet. Was ist dann? Nein, 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 nein. Oh. Sie ist kaputt gegangen. So, mein Fazit zu diesen Dingern. Ich bin hellauf begeistert. Mega, mega, mega coole Dinger. Ich werde auf jeden Fall noch was Richtiges mit denen machen und nicht irgendwelche Eier bemalen oder Milchschachteln. Schreibt mir in die Kommentare, was ich mit denen am besten machen könnte, wenn ihr gute Ideen habt. Mir fällt irgendwie gerade nicht so viel ein. Aber kommt bestimmt noch. Bis jetzt finde ich die Dinger mega cool. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren. Aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.